Okay, sieht aber auch nicht richtig aus. Ich glaube, das ist der falsche. Hey, Nergal! Nur damit du es weißt. Ja. Für deine Kameraden werde ich kein Kraut herstellen. Wovon redest du? Scheinheiliger Bursche. Moment, du weißt das wirklich nicht? Na, vergiss, was ich gesagt habe. Wo war ich noch gleich? Wolltest du etwas? Was denn für Kameraden? Ich wollte wissen, ob du Hilfe brauchen kannst. Ja, ja. Der alte Nergal ist so klapprig. Der braucht immer Hilfe. Dieser Floh wurde dir doch sicher von meinen Brüdern ins Ohr gesetzt. Aber ich weiß schon, was dich zu mir führt. Du willst das Prisma haben, das ich mir von Ilvar ausgeliehen habe. Aber da soll mir doch der Kessel explodieren, bevor ich es dir gebe. Wenn ich wüsste, die Leihgabe. Wenn ich wüsste, wo der Ilvar ist... Kristallfackel leeren. Ja, magische Kristalle erhellen deinen Weg. Gefällt mir gut. Bring mir die Kristallfackel bei. Das neue Wissen macht dich mächtig. Setze es verantwortungsbewusst ein. Natürlich. Und Heilung, geil. Bring mir einen Heilzauber bei. Das neue Wissen macht dich mächtig. Setze es verantwortungsbewusst ein. Natürlich, wie immer. Kannst du mir etwas beibringen? Was? Das weiß ich nicht. Vegetarier lernen. Pflanzen haben doppelte Heilwirkung. Ach komm. Ich will eine stärkere Heilwirkung von Pflanzen erzielen. Das ist nicht schwer. Meine Großmutter hat immer gesagt, dass man nur die gesunden Teile einer Pflanze essen soll. Wenn du also einen stärkeren Effekt erzielen willst, dann solltest du nur die guten Stellen essen. Diese zuerst gut durchkauen, bevor du sie runterschluckst. Das sollte funktionieren. Ah ja, weil die anderen die Heilwirkung na gut. Ritualmeister, verbessere die Wirkung von Tränken sogar noch mehr. Die Wirkungsdauer von Tränken steigert zu 50%. Die benutzen wir eh nicht. Alchemie lernen. Pulver, Salben und Elixiere für alle Lebenslage. Bei dem und ein Talentwert Alchemie um 10 pro Stufe. Ach komm. Bring mir etwas über Alchemie bei. Gerne doch. Und nochmal. Bring mir etwas über Alchemie bei. Gar kein Problem. Ich bin immer bereit zu helfen. Wenn ich kann. Ja, das klingt aber sonst anders. 80, Geist 80. So gut bin ich auch nicht. Ja, scheiße. Okay. Wegen Ilvars Prisma. Ja. Was genau kann dieses Prisma? Nun, hat die Menschheit jemals ein Auge für Pflanzen gehabt? Tja. Rhetorische Fragen hat man nicht zu beantworten. Jedenfalls wird mit diesem Prisma eine besondere Einsicht in die Welt der Pflanzen gewährt. Nicht, dass ich es nötig hätte. Aber es steht mir zu. Aber es steht mir zu. Irgendwie süß. Gib mir das Prisma. Also, das ist ja wohl die Höhe. Einen schwerhörigen Mann um seine Habe bringen. Ich sollte dir den Zutritt zu meinem Labor untersagen. Und wenn ich es dir abkaufe? Behalte dein lumpiges Gold. Einen Krug Bier magst du kaufen können. Mich, aber nicht. Ja, Taschendiebstahl 20. Ja, du hast gewonnen, behalte es einfach. Ach. Wenn du es mir gibst, stehe ich in deiner Schuld. Gut, du hast mich überzeugt. So schnell. Ich werde es behalten. Was? Das habe ich doch gar nicht gesagt. Ja, ja, du darfst dich jetzt wieder deinem Tagwerk widmen. Bitte was? Ach komm. Mist, das war wohl nichts. Mann, so eine Scheiße. Du hast gewonnen. Behalt es einfach. Endlich nimmst du Vernunft an. Ist schon schlimm genug, dass der kleine Hiwi hier unten ständig mit dem Prisma spielt. Da hätte ich deine Hände nun wirklich nicht dran gebrauchen können. Ach, tut er das? So, so. Ja. Wenn das dann alles wäre, du weißt... wo der Ausgang ist. Natürlich, aber erst würde ich mich gerne mit dem Hiwi unterhalten. Lalalala. Hey, Hiwi. Omi, wann attack ihn Nergals Gemo? Nergals Gemo? Moment. Woher weißt du, dass ich Nergals Prisma haben will? Mata, Nergal bla bla. Meka halpo. Tredo Gemo. Homi gipi hapa. Okay, ganz langsam. Du willst was zu essen und besorgst mir dann das Prisma? Yep, yep. Okay. Was genau möchtest du zu essen haben? Gnu Happa Rova Fischi! Rohen Fisch? Naja, ist ja nicht mein Magen. Quest, frischer Fisch.
Mipi-wi-mata-Nergal. Und wo soll ich... Hab ich nicht frischen Fisch? Die Leihgabe? Vielleicht lasse ich ja drüben... Aufstieg bei den Rechner. Hier, frischer Fisch. Hiwi... Ja, aber... Hab ich nicht... Ich meine... Alter, die Karte quillt gerade über vor Xen. Ich guck mir das mal gerade hier an. Ah, hier gibt's also überall frischen Fisch und da sogar auch noch. Und hier frischer Fisch. Lalalala. Müssen wir die alle sammeln? Nein. Ich beam mich mal ganz kurz raus, da müssen wir nicht so weit laufen. Ich hoffe, ein bisschen Fisch reicht. Ich hoffe, der markiert hier nur die ganzen Fische auf der Karte gerade. Was extrem hilfreich und lustig ist. Da liegt der Fisch. Entschuldigung. Nee, nee. Paul hat's nicht bemerkt. Zieh gefälligst deine Schuhe aus, wenn du ins Haus gehst. Ja, ich wollte doch gar nicht rein. Der Zark hier, den kennen wir ja schon. So, das... Reicht das noch nicht an rohem Fisch? Wie viel will der haben, der junge Mann? Ich kann doch jetzt nicht von allen Inseln alles sammeln, nur für das Prisma. Ich hoffe, einer reicht. Ich meine, gut, das Prisma ist natürlich wertvoll, aber jetzt wegen Fisch alle Inseln abzuklappern, ist irgendwie so, dann könnte ich doch kaufen irgendwo. Hey! Hier, das sollte reichen. Njam, njam, Tantanomi, Luki, Knuki, Pigemo. Danke, Kleiner. Du hättest mir das Ding aber auch gleich geben können. Was? Vergiss es. Lass es dir schmecken. So, Blick des Alchemisten haben wir gelernt. Ich freue mich sehr. Ciao. Der Nergal. So, zum Ilvi müssen wir aber auch mal irgendwie hin. Ich frage mich noch immer, wo der steckt. Oder müssen wir aber zu dem... Ja, mit Ilvi sage ich gerade. Weil ich dachte, das wäre ein Gnom. Ist es ein Gnom? Ich weiß es nicht. Ilva, du bist der Gnom. So, Astralsichten lernen, auch sehr gut. Blick des Blutes. Diese Astralsicht macht alle Arten von Lebewesen. Warum nicht? Dein neues Wissen wird dir helfen. Ich hab das Gefühl, wir rüsten gerade nochmal richtig auf mit allem die ganze Zeit. Jetzt, wo ich Wächter bin, kann ich dir da unter die Arme greifen? In der Tat. Und die Aufgabe wiegt auch nicht schwer. Ich habe vor kurzem meine Arbeiten an einem neuen Schwung Prismen beendet. Sie sind so eingestellt, dass der Anwender nun schneller dieses Schattengezücht entdecken wird. Was mir fehlt, ist jemand, der sie unter den Wächtern verteilt. Solltest du mir diese Gefälligkeit erweisen, werde ich dir einen Prismastein schenken. Na, da bin ich aber direkt dabei. Ansonsten... Wo kann ich sonst noch Prismen bekommen? Bruder Nergal hat vor Tagen ein Prisma von mir übereignet bekommen. Ach ja. Aber bringt er es mir zurück? Nein! Würde mich nicht wundern, wenn das gute Stück in einen seiner Kessel fällt. Ich denke, in deinen Händen wäre es sicherer aufgehoben. Du kannst beruhigt sein. Ich habe ihm das Teil abschwatzen können. Tatsächlich? Fürwahr. Bei dem alten Zausel ist das schon eine Leistung. Oh ja. Ja, Ruhm 28. Wow, die hauen wir auf den Kopf. Ich werde die Prismen für dich verteilen, natürlich. Ich werde die Prismen für dich verteilen. Hier hast du sie. Bitte bringe sie zügig zu den anderen Wächtern. Natürlich. 5 Stück. Neue Quest. Der Einäugige unter den Blinden. Aha. Wer genau soll einen Prismastein erhalten? Bring den Wächtern Hartwig, Talbot und Cox jeweils einen. Außerdem sollen die Kadetten Wells und Garelt einen bekommen. Gut. Werd's mir merken. Kann ich mir überhaupt nicht merken, aber egal. Du kennst dich mit Astralsichtprismen aus? Allerdings. Mein Spezialgebiet ist das Konstruieren und Erforschen dieser einzigartigen Objektive. Wieso fragst du? Erasmus schickt mich. Ich brauche verschiedene Prismen. Ich suche den Blick des Alchemisten, den Blick des Goldes und den Blick der Magie. Der Blick des Alchemisten, des Goldes und der Magie sind sehr seltene Astralsichten. Wenn du ein richtiger Wächter sein willst, solltest du ein paar seltene Astralsichten besitzen. Wenn du etwas über die Prismen erfahren möchtest, frag mich einfach. Das habe ich doch gerade gemacht. Neue Quest, böse Blicke. Wegen der Prismen.
Also, ein Blick fehlt uns noch. Wo finde ich den Blick der Magie? Tja, den hat Erasmus früher einmal selber besessen. Aber das Prisma wurde ihm schon vor langer Zeit von Piraten gestohlen. Vielleicht beginnst du deine Suche auf der Pirateninsel Antigua. Okay, auf Antigua. Das kriegen wir natürlich hin. Kannst du mir etwas beibringen? Mal sehen. Fokus lernen. Die Welt der Toten und Geister ist dir näher als oft. Ja gut, steigert dann Astralsicht, dann machen wir das mal. Bring mir bei, wie ich Astralsichten besser fokussieren kann. Alles klar. Okay, und nochmal. Bring mir bei, wie ich Astralsichten besser fokussieren kann. Okay. Ich weiß gar nicht, wie viel Gold wir haben, aber Geist 70 haben wir nicht. Dafür bin ich nicht gut genug. Nein. Zurück, Ende. Wir können ja Geist wieder steigern. 8500, dann haben wir 65 immerhin, aber das bringt uns momentan wenig. Ich sammle noch mal ein bisschen den Ruhm. Da unten sind Pflanzen, ist irgendwie cool. Da oben ist noch eine Truhe. Komisch, die sieht man. Manche Zauber können dir echt den Arsch retten. Ist cool da unten mit den Pflanzen und so. Das ist irgendwie geil. Da ist noch eine Truhe. Ich guck mal ganz kurz. Aber die haben wir schon leer, ne? Nee, die haben wir nicht leer. Ich speichere mal gerade. Die konnte man nie knacken. Okay. Bin ich mal gespannt, ob leere Truhen überhaupt noch angezeigt werden. So. Lass ich mich mal überraschen. Nehmen wir alles mit. Tatsache, es werden nur Truhen angezeigt, die wir noch nicht ausgeräubert haben. Das heißt, da oben war ja auch noch eine. Und da unten offenbar auch. Hier sieht uns ja eh keiner. Geil, Alter, jetzt geht's los. Ich dachte mal, Astralsicht, ja, wir sehen doch eh alles. Wir brauchen die Astralsicht gar nicht, aber irgendwie ist die... Ach, krass. Irgendwie ist die schon sehr cool. Und da sind noch Schüsseln und Schalen, da ist alles, man kann alles sehen, was man mitnehmen kann. Das ist ja ein Traum. Und man sieht, ob jemand kommt oder nicht. Goldene Schale. Königsmaske. Na, warum nicht? So, die Frage ist nur, nee, ich glaube, die können wir jetzt unendlich lange benutzen, oder? Die Astralsicht sieht jetzt nicht so mega aus. Da ist so ein Kerzenständer, Alter. Luther King Karl. Löffel ist natürlich uninteressant. Die Astralsicht verbirgt Löffel und dergleichen. Hier ist ein guter Rum. Ich weiß nicht, ob wir den stehlen dürfen. Da haben wir das ausgeräumt, aber da oben sehe ich noch einiges. Da hinten hin. Ist das die Schmiede oder was? So, mal gucken. Da kommen wir auch rein. Mein Ohr juckt. Ach, und hier gibt es bestimmt auch so eine Schlossknack-Astralsicht, oder? So, zack, zack. Ob wir die brauchen, weiß ich nicht, aber egal. Praktisch wäre es natürlich schon. 6 magische Kristalle, da freue ich mich. Nehme ich natürlich mit Kusshand. So, da oben ist nichts mehr. Aber da hinten sehe ich noch, dass der Wein von unten und da drüben sehe ich noch einen Kerzenständer. Geil. Gefällt mir echt gut. Hätte ich nicht gedacht, muss ich sagen. Hätte ich gar nicht erwartet, dass das so geil ist. Jetzt will ich natürlich alle Astralsichten haben, wo gibt. Zuhören! Immer auf den Nebenmann achten! Ihr müsst euch gegenseitig decken! Im Angriff gewinnt ihr den Kampf! Schnauze! Kenn ich alles! Den Krieg. Das Zusammenspiel. Achtet auf das Schlachtfeld. Mehr aus der Tiefe. Interessant. Das Blöde ist, jetzt kriege ich natürlich vorgeführt, wie ungründlich ich beim Looten des Landes zum Beispiel war. Ich laufe nochmal ganz kurz runter zum Gucken. Ich will hier gar nicht groß rumlaufen, das haben wir ja schon gemacht. Ach, die Ente ist rot, die ist bösartig. Die müssen wir alle umbringen. Andererseits sieht das hier nicht so aus, als wäre ich sehr ungründlich gewesen.
Ich hätte jetzt eigentlich gerechnet, dass ich viel mehr übersehen habe. Warum? Die ist tot. Ach, jetzt kostet uns das Lebenskraft. Warum genau? Darf man also nicht zu lange machen. Ich habe leider keinen Hinweis darauf, wie lange genau man das machen darf. Okay, wir waren doch sehr gründlich. Muss ich feststellen, wir waren sehr, sehr gründlich. Ach. Hey, kleiner Freund. Miss P. Das war's dann wohl. Das war schnell. Ich guck noch mal ganz kurz, ob man damit um die Ecke gucken kann, aber das müsste eigentlich gehen. Hier ist nur einfach kein Viech mehr. Ein Drytran und ansonsten haben wir hier nur NPCs. Und nichts zum Finden. Ach so, deine Belohnung ist ein bisschen mickrig gewesen. Naja, mal gucken. Bring mir etwas bei. Wenn du Gold hast, kann ich dir erklären, wie man Leute zur Sau macht. Einschüchtern steigern, das gefällt mir gut, aber ich spare mir das Gold. Wir können den Typ natürlich selber einschüchtern, das weiß ich selber. So, jetzt gucken wir aber erstmal, bevor wir jetzt die ganze Zeit rumlaufen, böse Blicke. Ich sollte mich auf Antigua umsehen. Kristalle im Schatten. Auf meiner Karte kann ich sehen, was ich zu tun habe. Nach Kila. Erstmal nach Antigua, dann nach Kila. Der Feinschmecker, da weiß ich noch gar nicht. Puh. Auf meiner Karte die Expedition der Magier. Machen wir erstmal das hier. Ach du Scheiße. Das kann ja heiter werden. Wir müssen nach Kila sowieso und nach Kalador. Das heißt, bevor wir nach Kila düsen, mache ich mal lieber böse Blicke. Nach Antigua. So, zurück zum Schiff. Jawohl. Nach Antigua. Nach dem Ladebildschirm. Wird es nicht mal wieder Zeit, deine Crew zu inspizieren? Ja, so wie jeden Tag. Saufkopf! Ah, Nebelkrähe! Du machst dir hier einen schönen Tag, ja? Polly, passt auf! Ah. Ach ja? Worauf passt du denn auf, Kleiner? Böse Männer! Ah, Schatten! Ah, machen alles kaputt! Ja, ich weiß. Hoffentlich ist der Spuk bald vorbei. Polly lieb. Ah. Ja, schön aufpassen. Ah. Ich mag Polly. Polly ist super. Hey, Bones. So, jetzt gehören also auch Gnome zu unserer Crew, ja? Ihr werdet euch schon vertragen. Das will ich hoffen, sonst gibt es Gnome-Ragout à la Bones. Ach ja, ja, wow, du alter Verräter. Hab ich nicht vergessen. Die Sache spitzt sich langsam zu. Hast du noch die Kraft, weiterzumachen? Mir bleibt ja keine Wahl, aber noch geht es. Du weißt, du kannst auf mich zählen. Ach, Schwesterherz, ich lieb dich doch auch. Hey, Neron! Ich habe da so eine Idee. Lass mich raten. Du willst zu den Magiern gehen und sie über unseren Fortschritt informieren. Ja, richtig. Woher weißt du das? Jetzt hör mal zu. Wir haben hier unsere Aufgabe und die Magier haben ihre auf Terranis. Und solange das so ist, brauchen wir hier jeden Mann, der anpackt. Na schön, schieben wir das auf. Ja, er wird uns wahrscheinlich nächstes Mal wieder drauf ansprechen. Hey, Edward! Hör zu. Ja. Ich habe mich nicht getäuscht. Da ist etwas. Und es folgt uns. Es ist immer da und lässt sich auch nicht abschütteln. Und du bist sicher, dass es nicht der fehlende Schlaf ist, ja? Ich sagte doch, keine Täuschung. Ich werde es weiter beobachten. Du wirst sehen, ich werde Recht behalten. Okay, ich glaube dir ja, aber der Spielercharakter nicht. Hey, Captain, du musst diesen Trank hier probieren. Das ist der Hammer. Er zeigt dir alles, was tot ist und doch lebt. Ah, wirklich gruselig. Nichts für schwache Nerven. Der gibt uns immer einen Schnaps, das finde ich auch ganz gut. Warum auch nicht? Hey, Jafar! Schönes Schiff. Ja. Yip, yip. Jafar ist wieder auf große Reise. Vielen Dank, dass ich dich begleiten darf, Captain. Ich hoffe, ich muss es nicht bereuen. Nix bereuen. Jaffa wird eine große Bereicherung sein. Du wirst sehen. Schon sehr bald. Müsste das nicht irgendwie ungewöhnlich sein, ständig den Hut seines toten Vaters bei dem kleinen Gnom zu sehen? Das muss doch irgendwie merkwürdig sein, oder? Hey, Horas! Glaubst du, dass dir die Menschen dein Opfer auch danken werden? Wenn wir scheitern,
dann wird es niemanden geben, der sich diese Frage stellen wird. Schon, aber du musst dich doch fragen, was für dich am Ende dabei herausspringt. Ruhm, Ehre, Gold vielleicht? Mir würde schon reichen, wieder gut schlafen zu können. Ja, die einfachen Dinge gewinnen an Bedeutung in Tagen wie diesen, nicht wahr? Nicht nur an Tagen wie diesen, generell. Übrigens, ach so, Interesse am Bergkristall? Ja, 10 Stück soll man dem noch geben, ne? Interesse an Bergkristall? Ja, sicher. Hast du was gefunden? Machen wir das mal. Hier, 5 Bergkristalle. Super, hier meine Gegenleistung. Juhu, und nochmal. Hier, 5 Bergkristalle. Super, hier meine Gegenleistung. Ich freue mich sehr. 1 Bergkristall, na gut. Hier, 1 Bergkristall. Sehr gut, hier hast du meine Gegenleistung. Ich dachte, der braucht nur noch 10. Habe ich mich wohl getäuscht? Habe ich mit allen gesprochen? Ja, ne?